Mein Name ist Christina. Mein Name ist Jana und ich studiere im dritten Semester Informatik an der HWR. Mein Name ist Lynn und ich mache meine Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik. Mein Name ist Maja, ich bin duale Studentin bei den Berliner Wasserbetrieben und studiere Bauingenieurwesen. Ich bin Isabel und ich mache die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik. Ich bin Friederike und ich habe Siedlungswasserwirtschaft dual hier bei den Berliner Wasserbetrieben studiert und befinde mich jetzt in dem Übernahmejahr. Ich habe mich schon mal eher für Technik interessiert, also das hat schon früh angefangen. Mit meinem Papa habe ich immer viel zusammengebaut. Es war mir schon ziemlich früh klar, dass ich auf jeden Fall was Handwerkliches machen möchte. Ich habe mich immer schon für Technik interessiert, aber hatte das Gefühl, ich kann das nicht so gut und habe mich dann aber doch rangetraut und es mal ausprobiert und gemerkt, das ist was für mich und das will ich machen. In der Schule hatte ich zum ersten Mal in der 10. Klasse im Wahlpflichtunterricht dann Informatik. Aber ich habe auch schon in meiner Freizeit viel am PC gemacht und auch mal so zusammengebaut. Für mich stand es schon immer fest, dass ich irgendwas mit Technik später machen möchte. Erst habe ich studiert, und zwar Grundschullehramt. Das habe ich dann abgebrochen. Mir war zu wenig einfach Praktisches. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich eine Ausbildung. Ich bin auf ein duales Studium gekommen, weil in der Informatik ist es halt sehr schön, wenn man schon praktische Einblicke auch gewinnen kann. Ich hatte bei mir zu Hause, dadurch, dass meine Mutter auch in der IT arbeitet, eigentlich auch nie das Gefühl irgendwie, dass man als Frau nicht in die IT gehen kann. Und diese klassischen Rollenbilder waren bei uns einfach nie so richtig vertreten. Ich glaube, es ist wichtig, dass Frauen in technischen Berufen repräsentiert sind und mehr dazukommen, weil Diversität unglaublich wichtig im Beruf ist, um das Arbeitsklima zu verbessern und auch neue Lösungen für Probleme zu finden. Ich wurde bei den Berliner Wasserbetrieben als Informatikerin genauso herzlich aufgenommen wie alle anderen Azubis und Studentinnen. Bei uns wird darauf geachtet, dass es keine Ungleichheiten gibt zwischen Männern und Frauen, dass es kein Mobbing gibt und dass du genau gleich behandelt wirst. Meine Kollegin und ich hatten überhaupt keine Probleme und wir haben uns als Gruppe gut zusammengefunden. Mein Geschlecht spielt in meinem Job überhaupt keine Rolle. Dass ich ernst genommen werde, das ist mir am wichtigsten und dass ich für meine Zukunft gefördert werde. Die Möglichkeiten, die mir die Berliner Wasserbetriebe bieten in meinem Studium, sind, dass ich in alle Bereiche reinschauen kann. Also ich lerne eigentlich alles über die Siedlungswasserwirtschaft in meinem Studium nur in der Theorie und bei den Berliner Wasserbetrieben kann ich alles in der Praxis sehen. Wenn ihr euch für Technik interessiert, verfolgt das und lasst euch davon nicht abschrecken, dass es vielleicht nicht so viele machen, weil am Ende im Betrieb macht das keinen Unterschied. Wenn du Interesse an einem technischen Beruf hast, aber nicht weißt, ist das wirklich was für dich oder in welche Richtung willst du gehen, ist, denke ich, das Beste, es einfach mal auszuprobieren. An alle zukünftigen Informatikerinnen, die Informatik ist mega cool und braucht euch, dass sie weiter so facettenreich bleibt und dass der Status quo weiter verändert wird mit euch zusammen. Ich würde dir auf jeden Fall sagen wollen, dass es eine sehr schöne Atmosphäre hier ist, dass es auch spaßig ist, wir auch sehr oft lachen. Wenn du etwas für deine Stadt tun möchtest, bewirb dich bei den Berliner Wasserbetrieben. Es ist immer richtig schön, auch Frauen in anderen technischen Berufen zu sehen. Also, let's go!